Hi und herzlich willkommen zurück hier bei MRTV. Die Quest 3 Verlosung kommt hiermit zu einem Ende und in diesem Video werden wir herausfinden, wer die Quest 3 und die Carina D1 Ladestation gewonnen hat. Und bevor es damit losgeht, erstmal nochmal vielen Dank an Prism XR fürs Sponsoren dieses Giveaways, dieser Verlosung. Die Carina D1 Ladestation ist meine persönliche Lieblingsladestation für die Quest 3, denn die kann man benutzen, auch wenn man Bobo VR drauf hat oder die Kiwi Headstraps. Das passt alles wunderbar, läuft alles magnetisch, das heißt, alles ist schön an seinem Platz. Und ja, das Ganze kostet $70, kann man sich von prismxr.com bestellen und meiner Meinung nach lohnt sich das sehr. Das ist die Ladestation, die ich bei mir zu Hause benutze und ich kann sie euch wirklich sehr empfehlen. Und ja, sie sponsern mal ab und zu so ein cooles Giveaway hier auf MRTV. Wunderbar, so soll es sein. So, jetzt aber zur Verlosung. Lass mal schauen, wer gewonnen hat. Und da gehen wir hier ins Backend von Gleam.io, wie wir es hier immer mal machen. Und schauen mal, wer das Ganze gewonnen hat. Also hier suchen wir mal den Gewinner, indem wir jetzt hier mal auf Draw klicken. Ja, wir müssen es ein bisschen spannend machen. Nicht sofort drauf klicken, aber jetzt. Genau. Und der Gewinner wird jetzt hier gesucht. Und es ist Canadian Jacks aus Kanada. Ja, herzlichen Glückwunsch, Canadian Jacks. Leider hat keiner von euch gewonnen. Es sei denn, ihr seid Canadian Jacks und schaut die deutsche Version dieses Videos, was ich nicht denke. Also herzlichen Glückwunsch, die Quest 3 geht nach Kanada und auch die Carina D1 Ladestation. Jo, und das war's auch schon für dieses Video. Wie ihr an meiner Stimme merkt, bin ich momentan etwas erkältet. Deswegen gibt es momentan nicht so viele Videos auf dem Kanal, aber das wird sich wieder ändern, sobald es mir wieder besser geht. Und ja, darauf freue ich mich auf jeden Fall schon sehr. Ja, wenn ihr den Kanal hier noch nicht abonniert haben solltet, dann tut das. Hier gibt es mal das Allerneueste zum Thema VR. Und ab und zu gibt es auch mal ein schönes Gewinnspiel wie dieses hier. Und ja, das macht doch Spaß. Ich freue mich drauf, euch im nächsten Video wiederzusehen. Bis denn, macht's gut. Ciao.